Ich meine doch, er sei es ganz cool und smooth und so. Oh, also das sieht schön aus hier. Lichtpartikel fliegen wie Fischschwärme durch die sich windenden Gewässer. Pavillon der Königin. Hier wird sie sich wohl aufhalten. Ja, alte mit alten Tigern und allem Möglichen. Hat sie uns noch was zu sagen? You make a habit of turning up uninvited. Du machst es dir wohl zur Gewohnheit, ungebeten aufzutauchen. Die Königin hat eine weitaus entspannte Haltung eingenommen. Zwei Tiger liegen träge neben ihr. Kahopa, Tangaloa, welcome our guest. Kahopa, Tangaloa heißt unseren Gast willkommen. Sie nickt zu den Katzen hinunter. Sie starren dich aufmerksam an. Ihre intensiven Blicke lösen bei den Höflingen und Dienern so manches Keuchen aus. Watch out. When these things lick, well, I hope for your sake you're not ticklish. Vorsicht, wenn diese Dinger zu lecken beginnen, dann... Nur ich kann nur um deinen Willen hoffen, dass du nicht kitzlig bist. You travel with a brave crew, Watcher. Du reist mit tapferen Gefährten, Wächter. Und Eska lächelt zu Edda hinauf. Guter Koppert, guter Tangaloa. Schaffe diese Bestien von Leib. Sie werden sich nicht von der Stelle rühren, bis die Alpha ihre Zähne gezeigt hat. Einen Schritt zurücktreten. Nehmen wir das erst. To fear, I say. If a queen cannot wrangle two cats, what right has she to the dead fire? Kein Grund, sich zu fürchten, behaupte ich jetzt einmal. Wenn eine Königin nicht einmal mit zwei Katzen fertig werden würde, hätte sie kein Recht, im Todesfeuer zu herrschen. Sie streicht mit einer Hand über die beiden massigen Köpfe, sie schmiegt sich der Hand entgegen. There are many leagues between here and Hasongo. I trust you have packed for the journey. Viele Meilen liegen zwischen hier und Hasongo. Ich verlasse mich darauf, dass du für die Reise gepackt hast. Sie zieht skeptisch die Augenbraue hoch. Ich brauche Richtungsangaben. Wie komme ich nach Hasongo? Sail west from Nekataka's harbor. I would tell you to watch for a lighthouse, but Hasongo's Adra has gone dark. Take care that your ship does not run aground. Segel vom Hafen von Nekataka aus Gewesten. Ich würde dir raten, nach einem Leuchtfeuerausschau zu halten, doch Hasongos Adra ist erloschen. Pass auf, dass dein Schiff nicht auf Grund läuft. There. You have it from a queen. Safe travels, Watcher. Da, eine Wegbeschreibung aus dem Mund der Königin. Gute Reise, Wächter. Schlangenkrone, Schlangenkrone. Damit komme ich wahrscheinlich direkt wieder runter. Aber da will ich ja nicht hin, sondern ich will nochmal ins Erdgeschoss des Palastes. Ja, Borta mit Palegina und der Neuen reden. Das ist dieselbe vom Ladebildschirm, wo ich gesagt habe, dass sie wie ein weiblicher Kanner aussieht. Nur, dass sie halt Weitläuferin ist, keine Sängerin. Was aber irgendwie auch cool ist. Jemand hat hier ein schnelles Mahl zu sich genommen. Gegengift, Riesenkiemen und... irgendwelche Sachen. Auch wenn das Becken einfach konstruiert ist, ist es dennoch sauber und aufgeräumt. Ein Palastdiener, was ist hier? Das laute Kreischen der Vögel in diesem Käfig ist endlos. Ach, das wird ein... Joana, der Hyela ist in ihrer Intensität fast bedrohlich. Ja, Hyela, die Göttin des Himmels und der Vögel. Atepu, hallo. Der Kartograf beißt sich auf seinem Daumennagel herum und murmelt vor sich hin. Ja, wir können also immer noch keine Inseln kartografieren. Können wir unseren Prinzen hier noch irgendwas fragen? For what do you seek the royal brother? Weswegen suchst du den königlichen Bruder auf? Harui hebt seine Augenbraune. Ich habe Fragen über dich und Joana. Both topics I know well. Ekera, beide kenne ich gut. Harui lächelt und neigt den Kopf. Wie funktioniert das Kastensystem in Nekataka? It is the same in the city as anywhere in the Deadfire. Mataru judge our souls at birth and organize us for the survival of the tribe. Gleich wie überall sonst im Todesfeuer. Mataru beurteilt unsere Seelen bei unserer Geburt und organisiert uns, um das Überleben des Stammes zu sichern. Aoi hält kurz in und blickt finster drein. I'm not the first to say it,
But Nekataka has more walls than beaches, more roads than clearings, and more people than fish. Ich bin nicht der Erste, der das sagt, aber Nekataka hat mehr Wände als Strände, mehr Straßen als Lichtungen und mehr Leute als Fische. Nowhere in the city does a Raparu sit around the same fire as a Mataru. Nekataka tests our traditions, I say. Ja, Raparu niedrigste Klasse, Mataru höchste Klasse. Nirgendwo in der Stadt sitzt ein Raparu am gleichen Feuer wie ein Mataru. Nekataka stellt unsere Tradition auf die Probe, sage ich. Du redest so, als hätte die Stadt ein eigenes Bewusstsein. Siehst du das nicht als Widerspruch? What man or woman of the Isles does not. Welcher Mann oder welche Frau dieser Insel tut das nicht? Arui kichert und schüttelt seinen Kopf. Our ancestors built this place. We are the hermit crab who occupies a fallen shell. Unsere Vorfahren haben diesen Ort errichtet. Wir sind der Einsiedlerkrebs, der eine leere Muschel bewohnt. It is for my sister and her priest to judge the fit. Es obliegt meiner Schwester und ihrem Priester und zu beurteilen, ob wir hierher gehören. Arui zuckt mit den Schultern und schielt zur hohen Decke des Hofes hinauf. Ja, du redest, als ob die Stadt ein eigenes Bewusstsein hätte. You speak as if it is not. Du redest, als hätte sie das nicht. Arui hebt seine Augenbrauen. Our ancestors built this place. We are the hermit crab who it is for my sister and her priest to judge the fit. Du und Oniska repräsentiert den Kahanga-Stamm? Akira, as the largest and most prosperous of the Deadfire tribes, the Kahanga have some authority to speak for the others. Akira, als größter und wohlhabendster Stamm im Todesfeuer, haben die Kahanga eine gewisse Autorität, um für die anderen zu sprechen. I say Onikaza and I are large stones in a tide pool, standing tall as the water rises to our necks. Ich sage, Oniska und ich sind große Steine in einem Gezeitensee, die aufrecht stehen, während ihnen das Wasser langsam bis zum Hals geht. Du scheinst ja nicht viel von der Handelsgesellschaft zu halten. My sister has mastered the diplomat's tongue, and I am foolish to give her frustrations a loud voice. Meine Schwester hat die Sprache der Diplomatie erlernt und ich bin dumm, ihren inneren Frust laut auszusprechen. Er kratzt sich vor allem am Hinterkopf, also sie ist die Vernünftige und er spricht das Direkte aus. Akira, I pray every day that Ngati tests the outsiders against her tallest waves and longest serpents. Aber Akira, ich bete jeden Tag, dass Ngati ihre größten Wellen und längsten Schlangen gegen die Fremden schickt. Dankeschön. Was hältst du von der Herrschaft deiner Schwester? We agree on much, I say. The prosperity of the Juana, our burden to appease the gods. Wir stimmen vielen überein, sage ich, was das Wohlergehen der Juana betrifft und unsere Bürde, die Götter zu besänftigen. Aoi räuspert sich und reckt den Hals, um zu sehen, ob jemand lauscht. In the trading companies, Onikaza sees Wodeka testing us, weighing who deserves the isles. Was die Handelsgesellschaften betrifft, denkt Oniska, dass Wodeka uns damit auf die Probe stellt, um zu sehen, wer diese Insel verdient. Ja, warum gerade Wodeka? Göttin der Gerechtigkeit, des Gesetzes, des Schwurs, der Versprechen der Herrschaft, der Rache, Boydika die Irre, naja, gut. I see Ngati sending krakens of gold and iron against our ship, but arming us with a single harpoon. Ich denke, dass Ngati Kraken aus Gold und Eisen gegen unser Schiff gesandt hat, aber uns nur ein einziger Harpune gab, um uns dagegen zu wehren. Ja, gut, leb wohl. Ja. Dann gehen wir mal wieder raus in die Schlangenkrone, also in den Palastbezirk. So, das ist die Straße nach Osten. Da können wir mal ganz kurz hingehen. Kahanga-Obergeschoss, aber Kahanga-Palastdach, wie komme ich da oben hin? Und die Frage ist, ist da oben etwas Wichtiges? Da oben ist auf jeden Fall jemand und eine Katze wieder mal. Also muss ich da doch hochgehen.
Oh, und hier ist der rautalische Diplomat. Wenn du die Valiane in die Unheil der Nasongo stecken, werden sie dafür bezahlen. Ja, also die Valiane und die Rautai bekriegen sich hier. Das passt ja super gut mal wieder. Es ist aber irgendwie immer so ein auf Eoras. Irgendwelche Fraktionen haben irgendwelche Probleme miteinander. Ich meine, in Trutzbucht waren es die Schmelztiegelritter, die 12 und die Dominance Handelsgesellschaft. Hallo Prisi, was bist du für eine Katze? 15% Heilung durchgeführt. Gruppe pro Kill bei Tötung 10 Gesundheit wiederhergestellt. Naja, klingt ganz interessant. Nach Verkaufswert, nach Verzauberungswert und das ist nach Zeit, aber nach Typ kann ich nicht sortieren, natürlich. So, was bist du? Du siehst einen jungen Mann mit blondem Haar, das zu einem einfachen Dutt zusammengebunden wurde. Seine Kleidung wirkt spärlich und doch gut verarbeitet, seine Rüstung, eine hochwertige Brigantine in Blau und Silber, ist auf Hochglanz poliert. Lässig lehnt er sich auf die Seite, eine saubere Hand auf seiner Hüfte und seufzt gelangweilt. Seine Augen leuchten, als er dich sieht. Hello there. Come to have a word? I don't bite, I promise. Hallo auch, Lust auf eine Unterhaltung? Ich beiße nicht, versprochen. Yes. Ja, erzähl gladly, mir von dir. My friend. Gladly. And how kind of you to ask. Gerne, mein Freund, gerne. Und wie nett von dir zu fragen. Er räuspert sich mit einem theatralischen Winken. I am the youngest son of a noble house. Now, don't make that face. Poor, desperate fool, you must be thinking. Well, waste not your sympathies on me. Ich bin der jüngste Sohn einer Adelsfamilie. Jetzt schau mich bloß nicht so an. Armer, verzweifelter Teufel, musst du jetzt denken, aber dein Mitleid wäre bei mir verschwendet. Truly, I consider it a boon rather than a punishment. All the comfort and none of the responsibility. What's not to like about that? Für mich ist es eher ein Geschenk als eine Strafe. All die Bequemlichkeit, aber ohne Verantwortung. Was könnte man daran nicht mögen? Was machst du dann im Todesfeuer? What else brings faraway travelers to the archipelago? Adventure. I've nursed a great love for heroic tales since my boyhood. Was sonst bringt Reisende aus der Ferne auf diesen Archipel? Das Abenteuer natürlich. Ich habe eine Schwäche für heldenhafte Geschichten, schon seit ich ein kleiner Junge war. As I was loafing about my father's estate, I thought, well, Gervard, isn't it time you made a name for yourself as well? Als ich die Zeit auf dem Anwesen meines Vaters vertrödelte, dachte ich so bei mir, also Gerhard, wird es nicht langsam Zeit, dass du dir auch einen Namen machst? So here I am. And though I dare say I'm little use in a fist fight, I can do a fair bit of magic and draw a lovely map. So I've taken to charting the interior wilderness of the Deadfire's larger islands. Und da bin ich, obwohl ich mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Faustkampf keine große Hilfe bin, kann ich doch von mir behaupten, zumindest etwas mit Magie umgehen und hübsche Karten zeichnen zu können. Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die unberührte Natur der größten Insel des Todesfeuers aufzuzeichnen. Hört sich gefährlich an. Ah, but it's worth it for the stories I'll one day have to tell. Naja, es lohnt sich für die Geschichten, die ich irgendwann darüber erzählen kann. But truly, if I could only inspire others as I myself have been inspired by those old tales, why, it would be marvelous. Aber wenn ich andere doch nur genauso inspirieren könnte, wie ich durch diese alten Geschichten inspiriert wurde, das wäre wunderbar. Anyway, enough of my prattling. Surely you've other things to do. Wie dem auch sei, genug von meinem Geschwätz, hast du sicher noch andere Dinge zu erledigen. Gladly, my friend. Glad I am the young. Truly, I consider. As I was loafing about my father's estate, I thought, well, Gervard, isn't it time you made a name for yourself as well? Ja, das so here I am. But truly, if I could. Anyway, enough of my prattling. Surely you've other things to do. Was kannst du? Na gucken, kannst du mir was oh, beibringen? It would be my absolute pleasure. For a price, of course. 3000 Copper? Geschichte und Arcana für 3000 Köpfe. Nein, ich denke nicht. Well, I'll be here if you change your mind. Okay,
dann unter Trainer, Notizen, also Lehrer. Nikataka, Palast, Dach, Kartograf, wieder 3000 KP für Geschichte und Arcana. So. Hat das nicht gemerkt? Ja. Weil wenn wir es mal brauchen, dann kriegen wir es dort.